Grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meiner MyTeam-Karriere. Wir starten heute in Runde 9. Es geht ab nach Österreich. Das ist ein Heimspiel für uns, weil wir als österreichisches Team und als österreichischer Fahrer haben natürlich da doppelte Motivation zu erwarten. Schauen wir uns kurz an, mit was für Motorenteile wir da in Silverstone gefahren sind. Das hat uns ja wahrscheinlich nur bessere Platzierung gekostet, aber wir sind mega zufrieden, auch mit Platz 3. Vor allem nach diesem Finish, was wir da hingelegt haben. Leistungstechnisch hat sie nicht recht viel da. Wir haben keine neuen Teile einer gekriegt vor dem Rennen im Spielberg. Das heißt, wir befinden uns noch immer auf dem vierten Rang, sind noch immer die vierte Kraft im Fahrerfeld und das gilt jetzt im Qualifying wieder zum Zahn. Auf geht's! So, und jetzt schauen wir, dass wir da eine gute Runde hinbrettern. Aufpassen, gleich erste Schlüsselstelle, Kurve 1. Wir gehen mit der fünften durch, schnell wieder aufs Gas, dass wir da viel Speed mit aufnehmen. Auf dieser langen, geraden bergauf. Die Kurve 2, eine ganz leichte, nehmen wir mit über 300 und jetzt voll in die Eisen für Kurve 3. Die müssen wir ganz langsam nehmen. Aufpassen, die hängt weg. Langsam wieder aufs Gas auf und jetzt schon wieder auf Vollgas auf die zweite DRS, da beschleunigt man wieder auf über 300, Kurve 4, auch wieder schön einbremsen da, ein bisschen länger Zeit lassen, dass wir wieder aufs Gas gingen und jetzt kommen nur mehr die Highspeed-Passagen auf dieser Strecke, da braucht man den Mut, dass wir da ordentlich einlenken mit Höchstgeschwindigkeit, die ist nochmal ganz entscheidend, da müssen wir viel Tempo mit rausnehmen, wir nehmen es mit der 6. gut getroffen. Wir befinden uns auf Pole Position Kurs, gelingt uns heute das erste Mal, das war doch der Wahnsinn in unseren Heimrennen am Red Bull Ring, als österreichischer Fahrer, da die Pole einzufahren. Wir gingen aufs Startziel zu und wer was machen? Wir machen's! Das ist ja der Oberhammer! Der Papa fährt in Österreich das erste Mal auf Pole Position! Genau zur richtigen Zeit, genau bei unserem Highlight des Jahres. Wir feiern am Red Bull Ring unsere erste Pole Position. Wir starten als erstes in den Sprint. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Mit dem hat keiner gerechnet. Und wir werden uns das jetzt gleich geben. Ab in den Sprint, meine Damen und Herren. So, und jetzt schauen wir, dass wir einen konzentrierten Start hinkriegen. Das war ganz wichtig, dass wir uns da fernhalten vom ersten Fight da, vom ersten Gedränge in der ersten Kurven. Haben wir einen guten Start heute. Es ist ein Mega-Start. Es ist der beste Start der Saison. Und der Papa geht da in die erste Kurve rein. Die anderen halten sich da auf. Die anderen kommen da aneinander. Und wir können da gleich mal vorn wegziehen. Wir haben da schon die Sekunden. Na, ist das denn der Wahnsinn? Wir schaffen es wirklich, dass wir die B1 halten. Wer hätte das gedacht? Schaut mal da links auf. Die Menge tobt. Die Menge jubelt. Alle wollten sehen, das Rennen ist komplett ausverkauft. Nach den tollen Saisonleistungen von Papa Racing wollte das da auf dem Red Bull Ring keiner entgehen lassen. Alle wollten sehen, was wir da zusammenbringen, ob wir unsere Topleistungen auch beim Heimrennen widerspiegeln können. Und wie es ausschaut, wird uns das ganz gut gelingen. Jetzt geht's nur darum, wir müssen Mercedes hinter uns halten, weil die sind der Oberhammer. Die haben in Silverstone schon gesagt, dass sie wieder voll vorn mitfahren können, nachdem sie am Saisonanfang ja noch relativ geschwächelt haben. Aber sie haben sie zurückgekämpft, die haben gute Arbeit geleistet. Und heute, wenn wir da nicht mitgemischt hätten, waren die wieder auf B1 und B2 gestanden. Also, jetzt ist der Fokus nur mehr volle Konzentration, volles Tempo und schauen, dass wir Mercedes da hinter uns halten. Die sind wieder bärenstark, die sind hier unsere Gegner. Aber wir werden versuchen, das zu verhindern, meine Damen und Herren. Wir führen das Rennen noch immer an. Der Russell kann sich zwar ein bisschen zuversetzen, aber er ist bis jetzt nicht entscheidend zugekommen, dass er da uns da irgendwie attackieren kann. Und das gilt jetzt da über die Zeit zu bringen. Meine Damen und Herren, wird das wirklich die Mega-Sensation, dass wir da auch nach der Pole Position im Qualifying auch im Sprintrennen da zum vollen Erfolg fahren können. Das ist ja unglaublich. Das ist Racing. Genau deswegen sind wir im Motorsport gegangen. Genau um diese Erfolge zu feiern. Genau um diese Emotionen zu erleben. Aber jetzt höchste Konzentration. Das ist ein wahnsinnig schweres Unterfangen auf dieser Highspeed-Strecke hier in Österreich. Da einmal kurz unkonzentriert und wir sind da irgendwo draußen im Kiesbett, in der Wiesen oder picken in einem Baum drinnen. Aber wir schauen, dass wir das gut umbringen. Bis jetzt gelingt uns das Bombe. Wir sind schon in Runde 8.
Wir haben Mercedes da wirklich hinter uns gehalten. Der Verstappen ist ja auch schon auf 3 gefahren, hat sich die derzeit schnellste Runde auch noch geschnappt. Aber das ist uns eigentlich wurscht, weil da liegt der Fokus bei uns nicht drauf. Wir brauchen da keine schnellste Runde. Wir brauchen da nur den vollen Erfolg. Und wir sind wirklich gut drauf, dass wir das bis zum Ende bringen. Runde 8 und wir führen das Feld noch immer an. Wer hätte das gedacht? Der Russell probiert's, der Russell kämpft, der Russell pusht. Aber er kommt einfach nie in die Position, dass er uns da irgendwie gefährlich werden kann. Vor allem die erste Kurve da vor dieser langen geraden bergauf. Die trifft ja einfach immer so gut. Und da hat er dann trotz DRS keine Chance, dass er irgendwie nur in die Nähe kommt, dass er wieder attackieren kann, dass er da mit mir in den Fight kommt. Meine Damen und Herren, es schaut wirklich Bombe aus. Werden wir sehen, ob das wirklich bis zum Ende geht. Wir befinden uns in Runde 12, die letzte Rennrunde in diesem Sprint. Und jetzt schaut's einmal, haben wir uns schon 2,5 Sekunden rausgefahren. Irgendwo ist da jetzt der Hund reingekommen beim Russell. Aber wir sind da voll konzentriert geblieben. Wir haben voll gepusht. Ja, wahrscheinlich auch sind es die Motorenwechsel, die was wir da vollzogen haben vor dem Rennen. Da ist uns die Leistung ja angegangen in Silverstone. Da haben wir jetzt dran gedacht. Den Fehler haben wir kein zweites Mal gemacht. Und das ist, glaube ich, jetzt der Schlüssel zum Erfolg gewesen, dass wir da mit voller Motorpower wirklich konkurrenzfähig sind, auch um B1 mitzufahren. Meine Damen und Herren, wir gingen in die letzten zwei schnellen Passagen rein. Wir haben gut Vorsprung. Wir werden da jetzt nichts mehr riskieren. Wir werden ein bisschen Zeit verlieren. Aber das ist uns wurscht. Die 3 Sekunden, die 3,5 Sekunden holen dann immer auf. Das ist ein Gmadewesen, wenn wir die letzten zwei da jetzt gut treffen und nicht irgendwo rausrasseln. Meine Damen und Herren, wir gehen aufs Startziel zu. Wir Papa Racing und ich der Papa, wir schaffen die Sensation in Spielberg. Wir holen uns den Sprintsieg. Ja, das ist ja nicht zu glauben. Wer hätte das gedacht? Wer hätte uns das vorher gesagt? Und natürlich bin ich die Fahrer des Tages, sondern der Verstappen. Aber das ist mir wurscht. Wir haben B1 inne. Wir gewinnen das vorm Russell und vorm Verstappen. Und eines ums andere Mal mehr. Der Jenson Button wieder mega enttäuschend. Wir stehen am so ein gutes Auto. Wir haben sie am Weltmeister ins Team geholt, dass er uns weiterhilft. Auch in der Konstrukteurswertung. Aber das kann er einfach nicht liefern. Aber jetzt geht's auf ins Rennen. Und weil es heute so schön ist, schauen wir uns kurz einmal die ersten zwei Startplätze an. Die Sensation ist perfekt. Der Papa steht auch im Hauptrennen auf B1. Wir haben uns da auch die Pole Position im Sprint gekrallt. Das ist der Wahnsinn. Strategisch werden wir so auch wie die letzten Rennen. Wir starten mit Medium. Wir werden versuchen, die so lange wie möglich auszutreiben. Und dann schauen, dass wir relativ spät auf die Hard wechseln. Und jetzt hoffen wir auf einen so einen konzentrierten Start wie im Sprintrennen. Wir müssen da wieder gut wegkommen. Unseren B1 verteidigen. Wird uns das gelingen? Meine Damen und Herren, auf geht's am Red Bull Ring ins Rennen und das ist uns nicht gelungen. Der Russell schlupft uns da, der Verstappen geht da gleich mal links vorbei, den haben wir noch verteidigt, aber jetzt haben wir genau die andere Situation wie vorher. Jetzt sind wir der Jäger und der Russell der Gejagte. Der hat die Gunst der Stunde genutzt. Der hat meinen Fehler beim Start, den schlechten Start ausgenützt und ist jetzt in Österreich vor uns. Er hat sich jetzt in die Position gesetzt, in der was wir eigentlich sein wollten, in der was wir im Sprint dort waren. Jetzt gibt's nur mehr. Das müssen wir wegmachen. Den müssen wir einholen. Wir wollen auch hier im Rennen zum vollen Erfolg fahren. Das sind wir unseren Fans schuldig, nach so einem Rennwochenende. Da sind wir jetzt mit dem B2 nicht zufrieden. Und jetzt geht's nur auf. Wir müssen den niederpushen da vorne. Wir müssen ihn nervös machen. Wir müssen ihn zu Federn zwingen. Was aber wahnsinnig schwer wird. Diese Mercedes sind so bärenstark. Dieses Rennwochenende auf dem Red Bull Ring. Aber wir müssen das verhindern. Wir haben jetzt einmal eine gemütliche erste Runde hingelegt, dass wir jetzt einmal nicht zu viel riskieren. Und wir werden versuchen, jetzt schon da aussehen, mit vollen ERS da in Russell zum attackieren. Wird uns das gelingen? Wir sagen uns gut zu, wir sind aber jetzt vor dieser engen Hornodel auf der Außenposition. Das wird ganz schwierig werden. Wir lassen ihm nur Platz. Wir gehen vorbei. Ja, ist das denn der Wahnsinn?
Die Menge tobt. Es heute kam er auf die Sitze. Der Papa schlupft in der zweiten in Russell. Und es geht genauso weiter. Wir befinden uns auf B1 im Hauptrennen. Aber aufpassen, der Russell zieht schon wieder auf der rechten Seite vorbei. Der will kontern, der will das nicht wahrhaben. Das werden wir nur mal hinten stehen lassen. Er kann sich aber nicht entscheiden vorbeisetzen. Wir verteidigen das gut. Wir haben einfach die super Base hier auf dem Red Bull Ring. Wir sind da, wenn uns kein Fehler passiert, wir sind da unschlagbar. Wir sind einfach nicht zu knacken. Jetzt müssen wir voll konzentriert, voll fokussiert in die nächsten Runden gehen, meine Damen und Herren. Und wir springen schon in Runde 8 und es zeichnet sich das gleiche Bild wie im Sprint schon. Ferrari und Red Bull haben einfach keine Chance auf derer Strecken, dass sie irgendwie Mercedes und Papa Racing da gefährlich werden können. Die haben da schon 4 und 7 Sekunden aufgerissen da hinten. Der einzige, was mithalten kann mit mir, ist der Russell. Aber das gleiche Bild wie im Sprint. Er kommt einfach nicht zu. Er kommt nicht in die Position. Auch nicht auf den DRS-Geraden. Das ist einfach unglaublich, dass wir so mega stark da sind, dass wir alle Top-Teams da hinter uns halten können. Aber das Rennen ist so lang. Es kann noch viel passieren. Hoffentlich ist nicht wieder irgendwas beim Motor defekt oder das DRS vielleicht wieder defekt, dass wir da noch einiges an Leistung verlieren. Wenn das alles hält, wenn das alles gut geht, meine Damen und Herren, dann ist das ein Gmadewesen für uns. Die anderen haben einfach keine Chance bis jetzt. Außer der Russell, der sitzt noch immer hinten. Aber den verteidigt man gut. Den hält man noch gut auf Distanz, obwohl er dauernd in der DRS-Sekunde ist. Aber wir sind schon in Runde 18 jetzt. Jetzt geht's in die Box. Ich hoffe, dass unsere Monsterleistung arme Boxenbluder voll motiviert hat, dass die auch heute zu Höchstleistungen entstanden sind. Weil das ist jetzt wichtig, dass wir da nicht in die Situation kommen, dass uns der Russell da vorfahren kann, wenn wir unseren Boxenstopp vollziehen. Gehen wir, Burschen, wir bauen auf euch. Ihr seid genauso angefeuert von der Menge auf der Tribüne hier auf Startziel. Und ihr habt es gut gemacht. Ihr habt es wieder gut gemacht. Das ist der Oberhammer. Und jetzt geht's in die zweite Hälfte des Rennens. Mit den Hartreifen geht's jetzt zum Ende hinzu. Und da müssen wir jetzt nur mal genau die gleiche Leistung bringen. Hoffentlich halten die Raffen genauso wie die Medium. Hoffentlich haben wir einen guten Grip, dass wir die gleiche Base fahren können. Die gleichen Rundenzeiten, die gleichen guten Rundenzeiten wie auf dem Medium vorher. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt aus der Box raus mit kalten Raffen. Wir haben 1,7 Sekunden Vorsprung vorm Russell. Wir haben ihn aus dem DRS-Fenster draußen. Unsere Raffen werden jetzt gleich einmal in der Situation sein, dass sie wieder einen normalen Grip entwickeln. Und dann werden wir schauen, dass wir den Russell da wirklich aus dem DRS-Fenster draußen halten können. Weil wenn wir das schaffen, dann ist das Rennen gerannt. Dann fahren wir hier den vollen Erfolg ein. Aber schau mal, wir haben noch 17 Runden vor uns. Da ist noch viel möglich, da kann noch viel passieren. Aber wir hoffen auf das Beste. Wir wollen genau da links, schaut mal auf. Wir wollen diesen Leuten da. Keiner sitzt mehr, keiner hält sich mehr auf den Sitzen. Wir wollen denen sagen, dass Papa Racing hier zum Unmöglichen fähig ist. Das wird umzusetzen sein. Wir werden darauf hinarbeiten. Jetzt schauen wir, dass wir die Runden noch gut umigrieren. Jetzt schauen wir, dass wir voll konzentriert und fokussiert dieses Rennen zu Ende fahren. Ist uns bis jetzt wirklich gut gelungen. In Russell halten wir schön auf Distanz. Wir lassen ja nicht wieder zurückkommen ins DRS-Fenster. Es ist verknappt. Es sind 1,2 Sekunden. Aber das reicht noch. Solange nicht unter einer Sekunde ist, wird er uns dann nicht mehr gefährlich werden können. Wann wird der wüten? Der fährt die ganze Zeit, das ganze Rennwochenende immer hinter uns da herum und hat keine Chance gegen uns, obwohl Mercedes so aufgeholt hat, obwohl Mercedes so bärenstark ist, hier auf dem Red Bull Ring. Aber da haben sie die Rechnung nicht mit dem Papa gemacht. Der, was hier doppelt motiviert ist, der, was hier diese Monsterleistung wirklich durchzieht. Und schaut mal, was da passiert ist. Da überrunden
wir in Runde 21 in Leclerc. Na, was ist denn mit dem passiert erst? Der tut mir leid, hat er wirklich solche Probleme? Der guckt ja schon im Sprint hinterher und jetzt auch im Rennen geht es ihm auch nicht recht viel besser. Aber unser Fokus liegt jetzt nicht am Leclerc, sondern der liegt jetzt auf uns selber, dass wir das Rennen gut zu Ende bringen. Der Fokus liegt auf dem Russell, dass der uns da nicht irgendwie noch zuverfahren kann. Wir halten ihn konstant von uns fern. Er kommt nicht, weil der Zuber ist 1,2 bis 1,4 Sekunden. Und das ist natürlich der Oberhammer. Er schafft es nicht, dass er uns da irgendwer noch gefährlich werden kann. Und meine Damen und Herren, wenn das Rennen so ausgeht, dann gibt es nur mehr eins, was zum Holen ist. Und das ist die schnellste Rennrunde. Und auf das werden wir jetzt noch hinarbeiten. Nach diesem tollen, super, mega Wochenende fehlt uns nur mehr die schnellste Rennrunde. Und da wird jetzt der Fokus drauf liegen. Da werden wir schauen, dass wir die auch noch einfahren. Weil dann gehen wir mit dem Punkte-Maximum aus diesem Rennwochenende heraus. Das wäre ja unglaublich. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen, meine Damen und Herren. Wir sind schon in Runde 27 und das Vorhaben wird weitergehen. Wir wollen uns die schnellste Rennrunde krallen. Wird uns das auch noch gelingen? Wir haben jetzt den Russell auf 1,9 Sekunden schon distanziert von uns. Hat er schon aufgegeben? Hat er die Hoffnung aufgegeben, dass er da noch irgendwie gefährlich werden kann? Wahrscheinlich sitzt er schon ein bisschen geknickt in sein Auto. Er ist ja wahnsinnig deprimiert, dass er wirklich hinter Papa Racing das ganze Rennwochenende nur noch torkeln muss. Aber in der Runde schaut es nicht danach aus, dass wir die schnellste Rennrunde zusammenbringen. Roter erster Sektor, aber es sind ja noch ein paar Runden zu fahren. Da haben wir noch einiges an Chancen. Da können wir noch pushen. Oh, da schaut's einmal. Zweiter schnellster Sektor. Wird es wirklich jetzt schon der Fall sein, dass wir uns an die schnellste Rennrunde krallen? Das ist aber natürlich nur eine Momentaufnahme, weil das Rennen geht noch lang. Da können die anderen noch nachlegen. Aber dabei schaut's einmal gut aus. Wir gehen aufs Startziel und wir holen uns in Runde 27 die schnellste Rennrunde. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir das auch noch inne. Wir befinden uns schon in Runde 36. Jetzt nochmal volle Konzentration, dass wir die letzte Rennrunde da sicher umbringen. Wir haben fast 4 Sekunden Vorsprung. Da werden wir jetzt kein Risiko mehr eingehen. Die schnellste Rennrunde hat bis zum letzten gehalten. Jetzt werden wir es nochmal locker zu Ende fahren. Das holt der Russell nicht mehr auf. Wir werden jetzt ein wenig Zeit legen lassen. Da wir jetzt nicht mehr pushen. Aber wenn uns nur irgendwer die schnellste Rennrunde streitig machen sollte, das ist akzeptiert. Das ist in Ordnung. Jetzt nochmal voll konzentriert in die letzten zwei schnellen Passagen, dass uns da nicht irgendwo das Auto noch ausbricht, dass da noch irgendwo ein kleiner Fehler passiert. Alles mit der Ruhe, Papa. Bleib cool. Du bringst es zu Ende. Auf geht's in die letzten zwei schnellen rechts. Und dann gehen wir schon aufs Startziel. Die Menge tobt. Die Fahnen schwingen. Meine Damen und Herren, das ist ja unglaublich. Der Papa schreibt in Österreich Geschichte. Wir gehen in Österreich mit dem vollen Punktemaximum aus. Wir waren hier die Dominanz schlechthin das ganze Rennwochenende am Red Bull Ring. Das hätte ja keiner geglaubt. Das hätte keiner für möglich gehalten. Aber wir wollten unseren Fans das sagen. Und jetzt genießen wir das. Wir stehen als erstes Mal ganz oben. So, meine Damen und Herren, schauen wir uns kurz noch an, wie das Rennergebnis ausgegangen ist. Da. Der Papa dominiert Österreich. Der Papa dominiert das ganze Rennwochenende. Vom Qualifying-Wicker über den Sprint bis zum Hauptrennen waren wir nicht zu schlagen dieses Rennwochenende. Und das hat natürlich sich vorher keiner vorstellen können. In der Fahrerrangliste haben wir uns bis auf 26 Punkte an den Leclerc zubesagen können. Der, was natürlich mit seinem technischen Defekt da wahnsinnig viel Punkte liegen lassen hat. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen schon aufs nächste Rennen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.